Mint und Floh, Folge 14. Der kleine Baum beobachtet Unheimliches. Es war einmal der kleine Baum. Er dachte, es wäre noch ein Traum, denn er war noch nicht ganz wach. Da hörte er seltsamen Krach. Er rieb sich die Augen, denen er nicht ganz traute, rief seinen Freund, die Ameise Floh. Wo war er schon wieder so? Gemütlich kam Floh angetrippelt an, wünschte Mint einen schönen Morgen dann. Ob der kleine Baum gut geschlafen habe, es sei schon am helllichten Tage. Ob Floh denn das nicht höre, ein seltsames Geräusch, das störe. Du hast ja recht, oh ja, was machen die denn da? Fragte neugierig der kleine Floh, kletterte an Mintis Ästen hoch, weil die Aussicht dort besser war. Was sie sahen, war sonderbar. Sie beobachteten eine Frau und einen Mann, die machten sich daran, zu verstecken einen Schatz an einem bestimmt geheimen Platz. Bestückt mit Schaufel und Spaten, ein Loch sie sich machten, legten den Schatz hinein, das mussten Verbrecher sein. »Die Fuchspolizei muss man alarmieren«, rief Mint, »und sie informieren.« »Mit der Trillerpfeife kannst du sie holen, wie der Fuchspolizist einst empfohlen«, wusste die Ameise Floh. Mint tat es so. Der Fuchspolizist kam in Windeseile mit 100 Stunden pro Meile. Man erklärte den Verdacht, aus dem Staub gemacht, hätten sich die zwei, hinterließen eine Spur dabei. Großalarm im ganzen Wald, man musste finden die Verbrecher bald. Alle Tiere wurden befragt, ob jemand Verdächtiges gesehen hat. Oh, ja, viel wurde berichtet, ein Mann und eine Frau gesichtet. Die Befragung dauerte lang, fast bis Sonnenuntergang. Plötzlich war ein Geschrei. Viele Kinder rannten herbei, mit hochroten Gesichtern und ganz viel Gekicher. Gruben sie nach dem Schatz, genau an dem Platz, wo Mann und Frau ihn begruben. Sie folgten einfach den Spuren. Von hinten traten heran die Frau und der Mann und jubelten. »Den Schatz habt ihr gefunden! Noch einmal das Geburtstagslied gesungen!« Dann klatschten sie in die Hände, riefen, »Die Feier ist zu Ende!« Die Geburtstagsparty war aus, alle Menschen gingen nach Haus. Man unterhielt sich noch lange Zeit über diese lustige Angelegenheit. Mint nahm es als Trainingstag, falls ein echter Räuber kommen mag. Müde und froh zugleich schlief Floh in Mintis Ästen ein, ganz weich. Die Sternelein hielten Wache in der Nacht. Minti hat ganz leise geschnarcht.